Und willkommen zurück, meine Leute. Wir haben hier dieses Trainingsgelände bekommen. Das können wir benutzen. Mich irritiert irgendwie diese Leiter da ganz am Ende. Deswegen bin ich leicht irritiert. Na, was sonst? Naja, ich habe jetzt offscreen nochmal die Offensive probiert, weil wir es ja letztens nicht geschafft haben. Da muss man aber auch sagen, ne, ich war ja abgelenkt mit meiner Story. Ist manchmal nicht so einfach, ne? Und ich habe Körpereinsatz und Schusskraft einen Punkt dazu bekommen, bei jedem im Team. Nicht bei jedem, den du dabei hast, sondern nur die ersten 16, ne? Und ja. Puh, das war ein sehr hartes Training. Wir spielen jetzt wirklich auf Weltniveau. Jetzt, nach einem Training, ne? Klasse gemacht, Leute. Was haltet ihr davon, jetzt rauszugehen? Wegen ein Training. Ne, diese Cutscene kam nach dem ersten Training. Alter, lass mich doch mal in Ruhe, ey. Sian, Sian, wen haben wir denn da? Du verfolgst uns die ganze Zeit, ey. Du bist hier im japanischen Bereich. Geh zurück zu deinem afrikanischen Bereich, ey. Sieh schon wieder. Na, hast du schon herausgefunden, wie du deinen eigenen Fußball spielst? Vielleicht. Es ist nämlich so. What? Na, verstehe. Der Kapitän der Queen's Knights hat es dir also ganz schön gezeigt, hm? Ja, und da habe ich gemerkt, dass ich etwas Besonderes brauche, um seine Schüsse zu halten. Irgendetwas ganz eigen etwas sogar. Etwas ganz eigen etwas, hä? Nun, du scheinst ja schon auf den richtigen Weg zu sein. Schwarze Punkte auf Doom im Hintergrund. Aber vergiss nicht, wenn du ihn nicht halten kannst, ist es vielleicht gar nicht nötig. Was? Ja, gar nichts. Das war bloß das wirre Gerede eines alten Mannes. Hör gar nicht hin. Ja, warten Sie, was meinten Sie damit? Und da geht er einfach wieder dahin. Ihn nicht halten. Vielleicht das Tor verschieben. Voll das Tor ausreißen und weglaufen. Marc, was machst du denn da? Komm schon, alle sind wieder zurück im Wohnheim. In Ordnung. Dieser alte Mann. Ach nee, nicht schon wieder. Arme Cammy, was ist denn los? Ich habe das Gefühl, dass ich ihn irgendwoher kenne. Oh. Möchten wir das nicht mal ansprechen, ey. Jetzt hat Cammy... Jetzt hat Cammy die Probleme. Jetzt ist Cammy die, die Probleme hat hier. Und keiner redet mit ihr. Na, warum immer dieses... Nö, jemand hat ein Problem, aber wir machen nichts. Muss ich mit dir reden? Willkommen zurück, Marc. Hast du genug getrainiert? Klasse, tolle Leistung, Leute. Ich habe mich schon gewundert, warum ist alles so blau. Am Tag des Auftaktspiels von Inazuma Japan in der FFI-Einrunde. Was rede ich denn da? Ha! Ja! Ha! Ist es nicht ein wenig früh zum Trainieren? Es ist nie zu früh. Oder eigentlich schon, ne? Ich konnte einfach nicht länger im Bett liegen. Ich bin kurz davor herauszufinden, was es ist, was ich brauche, um Edgars... Edgar! Oh, so geil! Schüsse zu halten. Ich kann es fühlen. Ich kann es auch fühlen. Edgar! Ist nicht wahr, ihr seid schon hier draußen? Ja, Mann, ich schätze, der Schuss von dem englischen Typi, da hat uns alle etwas aufgewühlt, was, ne? Ja, der und das Spiel der Gruppe B gestern, habt ihr das gesehen? Unglaublich.
Ja, The Kingdom hat das Spiel entschieden, ohne sich besonders anzustrengen. Es ist kein Wunder, dass sie die Favoriten sind. The Kingdom, wer war das nochmal? Zum Glück sind wir nicht in derselben Gruppe, aber wenn wir es in die K.O.-Runde schaffen, könnten wir auf sie treffen. Ist das nicht Brasilien gewesen? So, wer ist noch in der Gruppe B? Irgendein besonderes Team. Achso, die afrikanische Mannschaft, ne? Da haben wir die Sieger von Gruppe B. Aber wer wären die anderen? Das würde mich interessieren. Irgendwie schon lame, ne? Die Spieler, die jetzt, oder die Mannschaften, die jetzt so wichtig erscheinen, die hat man schon längst gezeigt und da kann man sich schon alles denken irgendwie. Zum Glück sind wir nicht in derselben Gruppe, ja. Mit denen und den Engländern im Turnier können wir es uns im Moment nicht erlauben, nachlässig zu sein. Ich fühle mich irgendwie gelähmt. Was ist, wenn ich einfach nicht gut genug bin? Sorry, dass ich das jetzt sage, aber du bist sowieso nie in meinem Team drinnen jetzt. Sorry, aber ich mag halt andere Spieler lieber. Wir werden schon zurechtkommen. Das Niveau der Weltspitze ist unglaublich hoch, aber wir sind hier. Wir haben es so weit geschafft und dafür gibt es keinen Grund. Dafür gibt's keinen Grund, ne? Sharp hat recht, wir sind weit gekommen. Wir haben ein paar sehr gute Teams besiegt und werden noch weitere schlagen. Josh! Genau, Mann, in Panik auszubrechen hilft niemanden. Wir müssen einfach da raus und die Sache durchziehen. Aber was ist? Halt die Klappe. Du bist eh unwichtig. Mann, ich möchte nicht so gemein sein. Aber wir werden nichts falsch machen. Wir werden die Queen's Knights geradewegs von ihrem hohen Ross stoßen. Richtig, Leute? Jawohl, Captain! Wenn ihr mit dem Training fertig seid, müssen wir zur Hydra-Insel aufbrechen. Dort werdet ihr spielen im Hydra-Stadion. In Zentral-Leocott kannst du ein Boot nehmen. Ein Boot. Gut. Dann gehen wir mal dorthin, würde ich jetzt sagen. Ich könnte Offscreen irgendwie jetzt weiter trainieren oder irgendwie so, ne, in die Richtung. Aber ich denke, von den Leveln her, warum gehe ich da jetzt? Ich wollte eigentlich auffrischen gehen. Obwohl, wir werden sicher noch die Gelegenheit dazu bekommen. Ja, ich könnte trainieren und mich drauf einstellen auf das Spiel. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit jetzt verlieren, ne? Deswegen, ja. Wir werden schon nicht verlieren, sagte er. Sagte er. Mehr muss man nicht da anfügen, ne? Herzlich willkommen. Immer diese herzlich willkommen Typis. Die interessieren mich nicht. Was ist denn hier los? Achso, ich muss da lang. Aber ich möchte rechts lang. Rechts? Nee. Das nicht. Hallo. Wuff. Auf geht's in Azuma, Japan! Zeigt diesen arroganten Engländern, dass man schlafende Hunde nicht wecken soll. Okay, Hündchen. In Azuma, wer? Bist du sicher, dass sie überhaupt am Turnier teilnehmen? Wer seid ihr denn? In Azuma, Japan nie gehört. Japaner. Was? Asiaten? Das sind doch nix. Die können wieder zurückgehen und Reis kochen gehen. Alter, lass uns in Ruhe, ey, Bitch. So. Gibt's hier noch Super Tontitopi? Wie auch immer dieses Gegenstand, ne? Wie auch immer das heißt. Wow, seht euch mal dieses riesige Boot hier an. Nicht nur riesige Boote, sondern das riesige Boot. Das ist echt spitzenmäßig. Ja. Hallo, ihr gehört zu Inazuma Japan, oder? Super, euer Boot wartet am Ende. Ja, gut. Hallo. Ahoi, ihr seid von Inazuma Japan, hä? Mein Boot ist euer Boot. Jederzeit, Leute. Boot oder nicht Boot sein, das ist das Brot der Brotigkeiten, was? Es hat euch bestimmt noch niemand gewarnt, aber der Weg vom Hafen zum Stadion sieht sich ganz schön. Das gilt auch für Inseln, fürchte ich. Ist wohl so eine Art Scherz. Also, ihr seid bereit, Überfahrt? Okay. Ei, ihr seid bestimmt total aufgeregt wegen des Spiels und so. Aber versucht euch einfach zu entspannen. Genießt die Fahrt.
Hurley würde einfach alleine hinschwimmen, ne? Schon wieder die Mucke, ne? Du lieber Schwan, ist das vielleicht ein Boot? Das sind fast zwei Boote in einem. Ja, so groß scheint es auch wieder nicht zu sein, ne? Ich hoffe, Mami hat mir meine Tabletten gegen Seekranken eingepackt. Was, Seekrank? Bei diesem klitzekleinen Wäldchen? Du machst wohl Witze, Mann. Muss ich dich an deine kleine Darbietung im Flugzeug erinnern, Curly? Curly wollte ich sagen. Da warst du nicht so ein harter Kerl. Yippie, yay, Schweinebacke, endlich zu Hause! Okay. Heuchler. Ach was. Leine los! Josh! Wir sind schon fast da. Bist du bereit, Mark? Klar! Das war ein Riesenspaß. Können wir das nochmal machen? Bitte! Nein, kannst du nicht. Sonst kommst du noch zu spät zum Spiel, Scotty. Ja, es klingt nicht so... Es klingt nicht so, als wäre der Weg zum Stadion ein Spaziergang. Wir sollten besser losgehen. Kommt! Josh! Ei, ei, Captain! Hydrahafen. Aber interessant hier. Ne, das ganze Gestalten dieser Welten. Diese Welten. Dieser Inseln, ne? Wie oft soll ich es dir noch sagen? Komm sofort dort runter, das ist gefährlich. Ach was. Ich bin der größte und tapferste Abenteurer auf der ganzen Welt. Lass ihn seinen Spaß. Ja, du machst dir Sorgen, ne? Aber ja, ja, hab etwas Vertrauen. Da können wir nicht lang, oder doch? Schaut komisch aus, ne? Der Weg nach oben, der führt nach oben und dann wird man dich loben und so. Und das auch, was ist denn das für ein Konstrukt, ey? Ich werde auch irgendwann mal ein Gebäude bauen und dort Treppen anbauen und dann ganz oben eine Wand. Einfach weil es Sinn ergibt. Okay. Hallo. Willkommen. Nicht wirklich interessant hier. Nee. So wäre ich da. Ja, ich werde schon müde. Nehmen wieder so 3-4 Stunden auf, ja? Es ist auch schon wieder 23 Uhr. Der Name Hydra bedeutet Seeschlange. Ich habe Angst vor Schlangen, also denke ich lieber nicht allzu lange darüber nach. Lasst uns nie wieder davon sprechen, ja? Ich muss aber schon sagen, ne? Ich habe ja Angst vor Spinnen. Und vor Schlangen, ja, nee, nicht wirklich. Geht so, kann man sagen. Was ist das für eine Tür, ey? Aber... eigentlich sind ja Schlangen gefährlicher, kann man sagen. Wuff, wuff, ich steh voll hinter euch, Inazuma Japan. Und dann werde ich euch beißen, wuff. Um zum Hydraschein müsst ihr euch ein wahres Labyrinth. Das klingt interessant. mal schauen. Wo ist denn das wahre Labyrinth? Schaut aber wirklich interessant aus, ne? Wo war ich denn jetzt? Aber ich würde hier schon gerne auf ein Team treffen mal. Wegen Hintergrund. Das wäre doch schade, wenn ich den Hintergrund nicht zeigen könnte. Das erinnert schon stark an diesen einen Wald aus dem zweiten Teil. Naja, aber eigentlich sind Schlangen ja doch viel gefährlicher, kann man sagen. Ne?
Die können einen umwickeln und denken, du wärst ihre Beute und dann fressen die dich in einem auf. Ne? Das können ja Schlangen. Und das ist ja natürlich nicht so toll. Und Spinnen, das sind ja eher scheue Tiere. Das muss man dann schon zugeben. Als jemand, der... Doch, ne. Nee, Spinnenphobie habe ich eigentlich nicht, aber ich habe halt Angst. Doch, Angst. Die sind nicht wirklich meine Lieblingstiere. Aber es sind halt scheue Tiere, die eigentlich einem nichts antun, wenn man jetzt sie nicht irgendwie ärgert oder sowas. Aber Schlangen, auch wenn man sich totstellt oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass die einen, wenn sie mal Hunger haben, einen dann mal so verschlingen. Einfach weil, ja, hey, lecker essen. Und dann, ja. Entweder man bewegt sich dann und... Ja, entweder man bewegt sich, dann wird man entweder erdrückt, ne? Oder halt gebissen und durch das Gift gelähmt und dann kopfüber wird man gefressen. Ja. Durch Gift von einer Spinne zu sterben ist natürlich auch nicht so toll, aber ich denke, es wäre doch nicht so arg wie bei einer Schlange. Muss ich dann schon irgendwie sagen. Aber trotzdem. Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Schauen ekelhaft aus. Und die krabbeln so ekelhaft und ekelhaft. Justice! Gerechtigkeit! Und noch viel weiter! Und so. So. Gut, bis... Also, es schaut nicht wirklich wie ein Labyrinth aus, oder? Jedes Ende führt irgendwie zu einem... Hauler. Oh, Moment. Lucian Hauler. Ich glaube, du warst Vollmond. Weil als ich letztes Mal nachgesehen habe, stand da die volle Liste von den Spielern. Und ich glaube, du... Volles. Was? Volles. Ich kann mich jetzt auf Volles. Vollmond. Volles Mond, ey. Mutte Ghetto kracht, Alter. Yes, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Man nimmt mit Raulo. Was? Die anderen Mitglieder der Kürbisse befinden sich auch irgendwo hier auf der Insel. Och nee. Wenn du allen. Och nee. Was soll denn das? Jetzt muss man sogar noch zurückkehren. Aber wenigstens sagen's einem. Ja. Da ist irgendwas im Busch. Ach, versteht ihr? Wir sind so umgeben von Bäumen und Büschen. Das ist lustig. Das ist Entertainment. Hallo. Papa, manchmal bist du ein richtiger Einfallspinsel. Hast du einen Pinsel? Möchten wir ein Bild malen? Ja, wo ist nur mein Kopf? Ich bin endlich im Hydra-Stadion und merke jetzt, dass ich mein Ticket vergessen habe. Ah, oh, du Dussel. Geht's hier? Nein, ich möchte doch noch nicht hin. Nein. Ich hab noch zu tun. Ich weiß ja nicht, wie ihr tickt, aber ich möchte alles Optionale jetzt zuvor machen. Hat ein bisschen komisch gewirkt hier. Wie eine Truhe hat das geschimmert. Ich möchte alles Optionale vorher machen irgendwie. Und wenn ich dann weitermache mit der Story, obwohl ich eigentlich noch nicht alles gefunden habe, dann ist so... Nein! Ich möchte es schaffen! Und wo ist jetzt das besagte Team? Vielleicht vorm Stadion, aber ich habe ja jeden angesprochen, oder? Komisch. Hallo ihr! Ach ja. Ich habe schon den ein oder anderen Typi gesehen, den ich doch dann anwerben möchte. Das muss ich hier dann an dieser Stelle schon. Wenn du zu faul bist, um dein Maul aufzureißen, dann redest du auf diese Art. Soll ich mal probieren zu reden? Mein Maul nicht auf... Ja, bei A habe ich jetzt schon mein Maul aufgerissen, aber ich probiere jetzt einfach mal meine Zähne fest... Einfach mir vorzustellen, dass meine Zähne festgebunden sind. Nicht geklebt, sondern gebunden. Weil geklebt habe ich jetzt wieder mein Maul aufgerissen.
Beim Maul habe ich jetzt auch... Wenn man nicht wirklich darüber nachdenkt, dass man den Mund zuhalten soll, dann ist das gar nicht so einfach. Probiert das mal selber aus, ne? Dann redet einfach mal über irgendwas und dann denkt nicht mehr darüber nach, dass ihr eigentlich den Mund zumachen müsst. Und dann denkt ihr euch wieder, oh, ich muss ja den Mund zumachen, und dann hört ihr, wie die Zähne klackern. Und dann merkt ihr, oh, I have produziert shit. Okay, so. Kann mich jetzt dieses wilde Encountern in Ruhe lassen? Ne? So, dann schauen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter. Oder ist hier noch jemand? Was bist du für ein Spasti? Was bist du für ein Spasti? Wenn ihr aus dem Stadion rausgehen wollt, solltet ihr lieber durch diese Tür hier gehen. Ach so. Ja. Komm schon, Opa. Trödeln wir nicht so herum und gehen lieber ins Stadion. Ja, seht euch mal an, wie groß dieses Stadion ist. Ist das Stadion groß oder es ist groß? Also Essen ist groß. Es ist groß. Es hat Hunger und isst sehr viele Leute. Oh mein Goodness. Das ist wahrscheinlich der Plot-Twist. Wenn wir da reingehen, isst uns das Stadion. Ich bin die Vorsitzende des offiziellen Axel Blaze Fußballclubs. Ich bin extra von der Reimann angereist, um ihn zu unterstützen. Aber Edgar! Patinus sieht auch so gut aus. Ich habe ein Poster von ihm. Boah, ey. Also, du... Was erlaubst du dir eigentlich? Es gibt nur Axel in deinem Leben, ne? Aber solche Fans sind auch ziemlich... Ne, wenn man dann schon weit angereist kommt, nur wegen irgendwie sowas, ne? Da muss ich jetzt irgendwie an das YouTube-Treffen denken, die, ja, eine Handvoll große YouTuber-Deutsche, die haben ja da in Saturn ja so ein Fan-Treffen gehabt und da sind auch, obwohl, ne, ich kann jetzt nicht sagen, wie jeder Let's Player das angekündigt hat, aber die Let's Player, die ich kenne, die haben da schon gesagt, man sollte nicht von allzu weit herkommen. Aber natürlich machen das dann die Leute wieder. Besonders arg sind dann so Stories, Eltern mit ihren kleinen Kindern kommen dann von weit, weit her. Und wenn diese Kinder es dann nicht rechtzeitig geschafft haben, dann sind die natürlich mega traurig. Und da möchte ich diesen Eltern doch am liebsten ins Gesicht schlagen. Das ist... Boah. Ja, aber... besonders wenn es dann einen auf traurig machen, wenn man dann den großen YouTuber nicht getroffen hat, weil man nicht drangekommen ist, ne? Aber dann trotzdem irgendwie herumnörgelt oder jammert. Natürlich, ich kann es ja nachvollziehen, aber... Wenn man schon vorher gesagt hat, jetzt kommt nicht bitte von weit, weit her. Aber man macht's dann trotzdem, dann ist man eigentlich schon selber schuld. Aber im Fall von so kleinen Kindern sind die eben dann nicht selber schuld, weil die beschissenen Eltern das gemacht haben. Naja. Fahr Inazuma Japan, dass ich nicht lache. Die haben nicht den Hauch einer Chance. Soll ich dir mal ins Gesicht tauchen? Ich habe sicher nicht den besten Mundgeruch. Ist es wirklich so bei mir? Ich hab schon... Ja. Es sei denn, ich esse irgendwas, dann hat man natürlich dann nicht mehr so großen, so starken Mundgeruch, ne? Aber normalerweise schon. Ich, ja, besonders, weil ich ja eigentlich nicht wirklich frühstücke. Naja, Inazuma Yatan hat den Sieg schon in der Tasche. Du redest Unsinn, jetzt gib deine große Fresse! Okay. Mit diesen weisen Worten geht's hier jetzt wieder zu Ende. Und im nächsten Part geht's ab ins Hydra-Stadion und dort spielen wir dann in der ersten Runde gegen England. Bin schon gespannt. Ja, ja, ja. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Goodbye, my friends.